Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge von den Landwirtschaftssimulator 17 Feuerwehr. Es wurde ja wirklich öfters unter meinen Videos geschrieben, dass ich bitte mal meine Fahrzeuge richtig in die Wache stellen sollte. Ich möchte heute einfach mal drüber ein Video machen, wie ich die Fahrzeuge umstelle, damit keine weiteren Beschwerden aufkommen. Also, sie haben sich das in etwa so gedacht, dass ich zum Beispiel LFs nebeneinander stelle, die HLFs nebeneinander, die KDOWs nebeneinander und das ELW, den ELW einzeln stelle. Natürlich ist es ja dann in dieser Wache so, dass mir ein Stellplatz fehlt. Da soll ein ganz bestimmtes Fahrzeug hin. Was fehlt mir auf dieser Wache noch? Natürlich, es ist ein Tanklöschfahrzeug, also kurz ein TLF fehlt mir noch. Finde ich leider ein bisschen schade, dass es zurzeit noch kein TLF gibt auf sämtlichen Mods, Forum oder sonstiges für den LS17. Aber es waren auch schon einige Leute dabei, die meinten, sie haben ein TLF und könnten mir das auch zuschicken. Also wenn du oder ihr da draußen ein TLF für den LS17 habt oder besitzt und mir das schicken möchtet, dann könnt ihr dies gerne tun über meinen Skype-Account. Ich heiße dort Linken-Park 1703 oder 17, ach, weiß jetzt auch gar nicht. Aber ihr könnt ja mir gerne mal unter diesem Video schreiben, ob ihr ein TLF hättet und ihr mir das geben möchtet oder nicht. Also das wäre wirklich sehr, sehr schön. Und natürlich würde ich dieses neue Fahrzeug dann auch vorstellen und vielleicht werde ich es dann auch in diesem Projekt verwenden. Okay, genug geredet, gelabert. Jetzt geht's los. Wir stellen jetzt erstmal die Fahrzeuge um. Zu guter Erst öffne ich erstmal alle Tore. Dann ist ja logisch, ne? Also, und wir müssen ja irgendwie die Fahrzeuge erstmal rausfahren, aber manche könnte ich auch vielleicht auch schon stehen lassen. Also ich muss jetzt hier nicht irgendwie ein Gewirbel draus machen oder so und erstmal alle Fahrzeuge rausstellen, das ist jetzt ein bisschen blödsinnig. Ich find's aufs Neue immer wieder lustig, wenn hier irgendwelche Passanten durch die Wache laufen. Also das ist ein bisschen verbuggt immer denn, aber ich find's trotzdem lustig. Lustig anzusehen auf jeden Fall, wenn hier irgendwelche Leute durch die Wache einfach laufen. Obwohl da einfach ein Tor oder eine Mauer davor steht. Sie laufen einfach durch, wie bei Harry Potter. Kann man so vergleichen. Also sie laufen einfach geradezu durch und ich weiß nicht, ob sie sich freuen. Also ich freue mich auf jeden Fall, falls man das jetzt irgendwie an meine Laune mitbekommen hat. Aber das spielt jetzt keine große Rolle. So, okay. Ich würde sagen, wir fangen erstmal klein an, sondern stelle ich jetzt erstmal die KDOWs auf eine Stelle und den ELW auf eine Stelle. Natürlich auf einen Stellplatz, nicht Stelle. Ich würde sagen, den ELW stelle ich jetzt ganz nach rechts und die KDOWs einfach, wenn ich jetzt von vorne stehe, ganz rechts sozusagen. Oder stelle ich die genau neben den ELW? Ah, das ist eine gute Frage. Also nee, zuerst stelle ich jetzt erstmal den ELW... was war denn das jetzt? Jetzt bin ich ein bisschen hängen geblieben. In die erste Garage. Also das erste Fahrzeug habe ich jetzt schon mal. Der ELW hat jetzt seinen Platz. So, genau, der KDOW 1 ist jetzt der. Den lasse ich jetzt da stehen. Und den KDOW 2 stelle ich auf die dritte Stelle. Oder auf den dritten Platz. Dann lasse ich den jetzt hier stehen. Okay, wir können die ja mal ungefähr so auf der gleichen Höhe parken. Sonst sieht das alles ein bisschen verwirbelt aus. So. Okay, ELW, KDOW 1, KDOW 2. Dann, ja, die DLK kann da locker stehen bleiben. Rüstwagen ist jetzt auch no problem. Das könnte auch so stehen bleiben. Aber hier haben wir ein Durcheinandergewirbel, ein Gefussel, eine Nadel im Heuhaufen. Müssen wir jetzt mal hier suchen. Ich kann aber kurz zitieren, was wir für Fahrzeuge zu stehen haben. Ein Elf. Ein HLF, ein LF, ein HLF. Super. Warum habe ich das so hingestellt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe das zum Anfang von diesem Projekt einfach so nicht nachgedacht und einfach reingestellt. Und dann war es das halt so. Nee, also die stelle ich jetzt natürlich auch noch um. Ich muss kurz überlegen, wie ich die jetzt hinstelle. Ich würde sagen, ich stelle jetzt erstmal das HLF raus. Fahre dann mit den LF Katastrophenschutz hier hin, wo das HLF 20 steht. Und tausche das sozusagen einmal. Dann sollten die Fahrzeuge eigentlich auch gut stehen. Ich finde es auch ein bisschen besser, wenn das alles so mehr geordnet ist. Also durcheinander gewuselt ist auch ein bisschen... Ich finde es nicht so schön ungefähr. So. Also
Man hat alles kreuz und quer, also so kann man wenigstens. Ich finde es einfach besser, also man kann das besser ablesen in alles, wenn die so nebeneinander stehen. Also ich weiß gar nicht, wie ich das rüberbringen soll. Ich finde es einfach besser, wenn alle Fahrzeugtypen nebeneinander stehen. Und ich glaube, ihr findet das auch. Natürlich werden bestimmt auch wieder Kommentare auftauchen. Hey, warum hast du das Fahrzeug nicht so gestellt? Oder stell das doch so hin. Ja, ich habe mir das jetzt extra so gemacht, wie ich das möchte. Also da braucht jetzt auch sich keiner mehr reinmischen oder so. Ich habe es jetzt aber getan, habe jetzt alle Fahrzeuge umgestellt und in einer Reihe geordnet. Würde ich jetzt wirklich alle Fahrzeuge so ordnungsgemäß nebeneinander stellen, dann müsste ich vielleicht noch ein bisschen mehr Platz haben oder müsste die Wache größer sein. Zum Beispiel jetzt ein TLF führt hier noch. Das wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Ja, zum Beispiel ein TLF, ein GWD-Con zum Beispiel. Also oder einen ganz normalen Gerätewagen. Ein GTLF vielleicht, aber das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ein TLF reicht eigentlich auch vollkommen aus. Ja, also das ist erstmal alles zu den Fahrzeugtypen. Jetzt habe ich die erstmal umgestellt. Ich schließe erstmal alle wieder die ganzen Tore. Ach, hier ist mir das eine Problem noch aufgefallen. Ich stelle mal das Fahrzeug noch einen kleinen Tick nach hinten. Weil das stört mir auch immer ziemlich, wenn ich versuche, die Tore zu öffnen und ich einfach an der Motorhaube von diesem Fahrzeug hängen bleibe. Das ist dann auch nicht so das Wahre, wenn man jetzt einen Einsatz hat und man schnell los möchte. Man bleibt die ganze Zeit hängen, kommt nicht durch. Man muss erst ein anderes Tor öffnen, um rauszukommen. Nee, das muss auch natürlich nicht sein. Ich habe hier genug Platz in der Wache, also das kann jetzt sich daran nicht hapern. Jetzt stelle ich die noch auf ungefähr gleiche Höhe ab, damit wir hier auch ein bisschen besser rauskommen. So, das sieht schon mal alles viel, viel besser und geordnet aus. Was ich aber natürlich sagen kann, ich weiß gar nicht, warum habe ich denn zwei Cardio-Ws? Vielleicht könnte ich auch einen davon wegnehmen. Tja, Leute, eure Meinung ist das jetzt. Eure Meinung ist gefragt. Eure Entscheidung. Soll ich jetzt beide Cardio-Ws stehen lassen? Also sprich den BMW Cardio-W 1 oder den Astra Cardio-W 2? Soll ich beide stehen lassen oder nicht? Ihr entscheidet. Ich hätte vielleicht auch noch ein zweites Fahrzeug, eine zweite DLK. Ich kann die mal kurz zeigen. Das ist. Ja, wo ist denn die? Dürfte jetzt eigentlich nicht so unauffällig sein. Ach, die habe ich glaube gar nicht ausgewählt. Aber ich meine eigentlich die DLK von Fire Technology. Das ist der Scania P240 oder so, ich bin mir gerade nicht sicher. Jedenfalls eine zweite DLK könnte vielleicht noch hin, statt diesen KDW von Opel oder halt diesen BMW KDW 1. Also entweder eine DLK hin, beide stehen lassen, einen wegnehmen, beide stehen lassen vielleicht, oder, das habe ich jetzt schon zweimal gesagt, noch eine DLK dahin stellen. Also das ist jetzt eure Entscheidung, liebe Leute. Schreibt es mal gerne unter diesem Video in die Kommentare. Ich bin jetzt erstmal fertig für die Einrichtung der Wache. Alle Fahrzeuge stehen jetzt so, wie sie erstmal sollen. Also zwei Bitten habe ich jetzt an euch. Die eine ist jetzt, soll ich beide KDWs jetzt hier in der Wache stehen lassen? Soll ich eine rausnehmen oder nicht? Und die zweite Bitte ist jetzt, habt ihr vielleicht ein TLF für mich, das ich in diesem Projekt verwenden darf? Schreibt es bitte gerne unter diesem Video in die Kommentare. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen. Natürlich werde ich dieses Fahrzeug dann auch vorstellen. Und ihr entscheidet dann, ob ihr dieses Fahrzeug sehen möchtet. Also es geht da wirklich hart auf hart. Das ist kein Zuckerschlecken. Das könnt ihr mir wirklich glauben. Nein, ihr kennt mich ja vielleicht. Ich mache schon Mods-Vorstellungen und ihr entscheidet es natürlich. So habe ich das bisher immer geregelt. So, dann stelle ich mich wieder in meine Anfangsposition hin. Und ich würde sagen, liebe Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich einen Daumen hoch freuen. Ihr dürft mich auch gerne abonnieren. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt noch einen angenehmen oder einen schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.